So, herzlich willkommen zurück zu Unreal. Jawohl. Ach, hab ich Bock drauf. So. Wir laden mal unseren Spielstand. Ja, und da muss ich gleich mal vorweg sagen, vielen, vielen Dank für all die ganzen Likes. Meine Güte, das Projekt kommt ja richtig gut bei euch an. Freut mich. Das motiviert umso weiter, dieses Spiel fortzusetzen. Ja, und das machen wir doch mal. So. Und Level 2 beginnt. Genießt diese tolle Musik. Das Level heißt Naive's Falls. So. Hier war eine Flare. Können wir benutzen, um ja, dunkle Bereiche hell zu machen. Brauche ich jetzt aber nicht. So, seht euch das an. Jetzt verlassen wir das hier. Und hier haben wir einen Nali-Hasen. Den ich nicht treffe. Jetzt treffe ich ihn. Lecker. Ein schönes Steak. Schönes Hasensteak. Und man muss sich hier umgucken, denn hier sind schon wieder Clips. So. Ja, und hier gibt es natürlich auch die ersten Gegner, Lies. Das ist mich also erst der richtige Level. Jo. Genießt diese schöne Musik, sie ist echt wunderschön. Und mit dem neuen Texturpaket sieht das umso schöner aus, dieses Spiel. Und genießt auch, wie schön weich die Capture-Karte aufnimmt. Das ist... Mal gucken. Ja. Manche Gegner spawnen halt auch random. Das heißt, in dieser Hütte zum Beispiel könnten zwei Gegner drin sein oder auch nur einer oder auch gar keiner. Ich hoffe immer, dass da keiner drin ist insgeheim, weil es da echt beschissen ist, da zu fighten. Wir haben eine Translator-Message. The situation is critical. Last night, large, extremely powerful alien forces penetrated our camp. Fired small missiles from hand launchers. We lost 5 men. Ja, die Situation ist kritisch. Letzte Nacht sind extrem große, powervolle Alien-Kräfte in dieses Camp eingedrungen. Sie haben kleine Raketen von... Ja. Handlaunchers, also Raketen, so kleine Raketen geschossen und dadurch haben sie 5 Männer verloren. Jo. Nicht so schön. Vor allem will ich euch das mal. Raketenwerfer. Dann haben wir hier. Da sind Piranhas drin, die können einen direkt mal beißen. Und ein Vögelchen, aber sieht doch schön aus, ne? So. War da noch irgendwas drin? Ich weiß das gar nicht. Ich stelle mich jetzt ungern rein, wenn da nichts drin ist. Naja. Wir gucken jetzt erstmal nach, ob hier jemand drin ist. Hier ist nochmal Munition. Und hier ist die. Und da ist ein Gegner. Und der ist natürlich ausgerechnet der. Der so richtig schön daneben sitzt. Das Blöde ist, man kann hier schlecht rein, weil man immer an diesem Ding hier festhakt. Ach shit. Das Blöde ist, vielleicht kommt da zu doof rein. Seht ihr das? Man hängt da an mir fest. Oh Mann, die Dodge-Geschichte ist mir zu empfindlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich mir deswegen auch schon Schaden genommen habe. Das muss ich einfach mal anders einstellen. Wow, zieht der Schaden. Da merkt man den Gott gleich. So, ich mache ihn jetzt mal lieber platt. Der blöde Tentakel, oder? So. Jo. Also ganz klar, das Dodgen ist mir zu empfindlich. Contact with members of ESV Kran.
debris seemed lost in this area 3 months ago. They have seen a SCAR vessel in operation. We may need to gain control of it to escape the system. Ja. Kontakt mit den Mitgliedern der ISO-Kran. Ja. Achso, der Kontakt ist verloren mit diesem Gebiet 3 Monate zuvor. Sie haben. Ja. Das weiß ich nicht, was Vessel heißt, aber SCAR Vessel in Operation. SCAR sind auch Gegnertypen. Und wir könnten die Kontrolle gebrauchen darüber, um das System zu entkommen. Ja, so in etwa. Boah, warum ist das dort schon so verdammt mal empfindlich? Ich glaube, weil mir das echt. Obwohl, ich werde es nachher einmal noch. Ja, gut. Okay, wir lassen es erstmal so. Muss ich mich halt ein bisschen. Es ist extrem empfindlich. Zu empfindlich. Ja, das ist krass. Na gut, lass uns nicht darüber schweren, lass uns mal weiterspielen. So. Okay, also Raketenwerfer. Das klingt ja jetzt nicht gerade amüsant, oder? So, gehen wir mal weiter. So. Ist ja wieder schön aufgeladen, sehr gut. So, und jetzt passt mal auf. Gut. Oh, das ist schon wieder so ein Tentakel. Alter, das Dodgen ist mir zu empfindlich. Aber das sagte ich ja schon. So, ich könnte natürlich auch die benutzen, aber ich benutze jetzt erstmal die. So, hier sind auch noch Clips drin. Ja, so. Boah, kann ich das umstellen? Was? Double? Klick. Ach. Krieg jetzt eh nicht hin. Oh. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die schießen mit Raketenwerfern. Und geht euch diese geile Musik. Die wollen wir uns Bödes. Holy shit. Was wollen die von mir? Hier sind bestimmt Piranhas. Feier. Wir sind tatsächlich Piranhas. Piranhas. Oh. Wow. Und hat man denn hier nie seine Ruhe? Das ist ja alles so gemein. Kein schöner Planet hier. Aha, die Früchte heilen uns. Cute. Aber das war mal ein schöner. Boah. Sprung. Wozu man doch alles in der Lage ist, wenn man in eine ernste Situation geraten ist. Da kann jetzt keiner sagen, würde ich nicht. Ne? Ja. Also ich würde sagen, mein Seepferdchen habe ich bestanden. Ich bin den 100 Meter Turm runtergesprungen und bin noch vor Piranhas weggeschwommen. Ich glaube, ich habe mein Seepferdchen, oder? Ich denke, das sollte drin sein.
wie der Dodge mich voll beeinflusst, ey. Ich glaube, hier sind auch nochmal welche, ne. Hier käme ich jetzt... Doch, hier ist irgendwo was, ja. Ich glaube, ich muss mal hier... Du Arschgesicht. Der blöde... Da möchte Dodge. Man kann natürlich auch schneller schießen. Nachladen ist nicht gut. Heieiei. So, jetzt kommt das Dodgen aus. Das geht gar nicht. Das ist gruselig. Das muss weg. Wo ist das? Vielleicht hier? Das geht gar nicht. Sorry, aber... Das geht da. Holy moly, das muss aufhören. Das kann ich zwar nicht mehr dodgen, aber Halleluja, das geht mir auf den Sack. Oh. Besser. So. Hättet ihr gesehen, wie mich das beim Kämpfen beeinflusst hat, ey. Fast tot, die ganze Rüstung ist weg und alles. Jo. Natürlich hätte ich hier nicht runterspringen müssen. Und ich hätte auch... Ja, ich hätte die da oben natürlich auch schon töten können und so weiter. Aber ich würde es... Ich würde es halt ein bisschen unterhaltsamer gestalten. So. Den machen wir tot. Der hat es nicht anders verdient. Und hier stoßen wir auch schon auf den ersten. Den wir nicht töten sollten. Und da ist schon wieder ein Gegner, der sich hier versteckt hat. Stirb. Na also. Weiß nicht, wie viel jetzt eben der Munition haushalten müssen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade wirklich nicht. So. Oh. So. Tot. Ja. Die hier müssen wir beschützen, weil die sind auf unserer Seite. Aber wenn wir die abschießen, dann helfen sie uns nicht mehr. Auch nettes Detail finde ich ja, dass hier die Fliegen um den Leichen hier umschwirren. Hier haben wir nochmal. My burden does not end. More minions have been cast down by the angry gods. I will pray for their souls, but I fear my prayers are not heard. I must travel to the temple of Chisra to seek balance. Ja. Der hat seine Kumpels verloren. Er betet für seine Seelen. Nee, er wird beten für ihre Seelen, so. Aber er fürchtet, seine Gebete sind nicht erhört. Und er muss zum Tempel of Caesar reisen, um einen Ausgleich zu suchen. Was ihm wohl nicht ganz gelungen ist. Ich schätze mal, dass das ihn betrifft. Nee, ihm wahrscheinlich. Bei der glaube ich eher weniger. Es wird wahrscheinlich ihm hier gehört haben, das Buch. Weil der... Warum ist Klopapier in der Vase drin? Oh, und das Flashlight haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nicht nur die Flares, jetzt haben wir auch ein Flashlight. Aber die Flashlight benötigt Batterien natürlich. Ja, die Clips hätte ich natürlich auch noch ganz gerne. Danke dafür. Und ja, die verstehen die unsere Sprache nicht mal. So, okay. Das ist aber noch nicht alles. Das geht hier noch irgendwo weiter. Ich glaube hier hinter sogar schon. Hier hinter, ja genau, hier hinter. Oh, das ist er wieder.
Was ich halt auch schön an der Musik finde. Ist, dass sie so. Haut gut rein, ja. Hat was. Dass die sich. Dynamisch halt auch. Ändert, je nach Kampfsituation. Je nach ob Kampf ist oder nicht. Mein Gott, ihr haltet ganz gut was aus, Na gut, ich habe sonst aber, glaube ich, auch mit der Pistole platt gemacht. Arschgesicht. So. Aber die hat auch nicht ewig viel Munition, ich habe euch jetzt vergessen. Gut. Ich sollte ein bisschen aggressiver spielen. Und sonst bin ich gleich tot. Ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. So. Ja, das ja, das breitet die Aggressivität zu sehr. So. Aber die Waffen gefallen mir halt auch noch nicht so wirklich. Und ich muss auch sagen, der Godlike-Schwierigkeitsgrad macht sich definitiv bemerkbar. Eine hohe Feuerrate. Und... Oh, war das jetzt intelligent? Ich fürchte fast nicht. Aber ich glaube, hier komme ich auch noch rauf. Komme ich da noch hoch? Ah, hier. Weil... Das Ding ist, man darf diese Kisten nicht kaputt machen, weil muss mich noch an die Rüstung kommen hier. Da kommt man nämlich sonst nicht mehr ran. So. Hier war nichts mehr? Nee. So. Und hier haben wir Taridium Shards. Das ist für unsere nächste Waffe, die Stinger. Wo die... Erst später. Aber wir haben schon mal Munition dafür. So, erstmal wieder heilen hier. Ja, in den ersten Levels ist es, denke ich mal, noch nicht so schlimm, wenn wir uns ein bisschen schwach benehmen hier. Aber das sollten wir irgendwann besser hinkriegen, denn sonst haben wir halt später Probleme. Aber später habe ich auch schönere Waffen als diesen halbgaren Schrott hier. So. Gut. Dann können wir hier noch runter. Oder auch nicht. Können wir. Dem einfach hier reinspringen. So. Ist auch eine Nachricht. So. Moment. I should have stayed with the others. I think my leg is broken in several places. My brother went looking for help. 8 hours ago. Okay, er sagt, ich hätte mit den anderen zusammenbleiben sollen. Ich denke, mein Bein ist an mehreren Stellen gebrochen und mein Bruder hat nach Hilfe gesucht 8 Stunden zuvor. Und ja, er ist nun auch tot. So, hoch hier. Aber definitiv angenehmer ohne das Dodgen. Mir ist das zu empfindlich. Muss mal gucken, ob ich das irgendwie anders eingestellt kriege, weil das war definitiv zu empfindlich. So, ich will das mal speichern auf jeden Fall. Aber mal auf ihn hier. So. Und dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Und dann wollen wir mal gucken, was unsere Kandidaten da oben machen. Weil, das könnte recht lustig sein, weil die können mich jetzt ja von der Rückseite angreifen. Die trauen sich anscheinend nicht, den 100-Meter-Turm nach unten zu springen. Tja, ich denke, wir haben unser Seepferdchen. Ich denke, wir haben's. Das sollten wir wirklich uns jeglich verdient haben. Nehmen wir lieber die Pistole in der Hand. Weil die Dicken. Kann man gut mit der Pistole machen.
gut, ist keine Nadelfrucht mehr. Weil die dicken. Kann man gut mit den Alternativfeuer machen. Die schnell feuert, aber eben halt. Oh, das ist jetzt eine sehr günstige, ungünstige Geschichte. Das hab ich ein bisschen. Das ist das, was ich meine. Die Gegner sind hier schlauer als in anderen Spielen. Und die Feuerrate ist insane. Man merkt, dass das Godlake ist. Heftig. Ich habe gedacht, dass sie jetzt hier noch stehen und sich darüber ärgern, dass ich hier runtergesprungen bin. Nein, da stehen diese Verfluchten. Da habe ich das so schön überraschend von hier so hinten in die Rücken schießen, aber scheiß dir was. Da stehen diese Arschgesichter hier tatsächlich. Und die weichen aus, habt ihr das gesehen? Die weichen aus. Die weichen aus. Also deutlich bessere KI als für Damen und Herren halt üblich. Den kriege ich. Ha! Der hat mich aufgepasst. Arschgesicht. So. Da ist eine Nadi-Frucht. Da auch. Ah, die heilen plus 29, das ist gar nicht mal verkehrt. So. Dann speichern wir das mal. So. Und dann. Oh, hier ist auch ein Translator. I have no damn luck. First I'm locked up for 2 years for a murder I did not commit. Then on my way to yet another prison colony we crash on this godforsaken ball of rock. This sucks. Ja, sie sagt, ich habe kein verdammtes Glück. Erst bin ich eingesperrt für 2 Jahre. Für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Und dann auf meinem Weg zum anderen Gefängnis, wie stürzen wir ab auf diesen gottverdammten Felsen und das sagt. Ja, das stimmt. Das könnte tatsächlich dezent scheiße für dich gewesen sein, aber das. Oh. Du hast sogar noch Clips bei dir. Hat sich sehr gelohnt, dich zu zerfetzen. So. Okay. Uns geht's wieder gut. Unsere Kevlar-Rüstung ist schon wieder weg. Wir machen uns ja richtig gut hier. Nein. Irgendwie nicht so wirklich. Aber hey. Speicher nochmal. Aber auf Godlike geht's. Die Feuerrate von denen. Insane. Alter Schwede, ey. Das ist insane. Ich meine, die Vorrate war auch auf vorher nicht von schlechten Eltern. Aber so krass, wie sie hier ist. Na, der ist natürlich jetzt auch da. Ah, der hat immer noch geschossen, die Sau. Arschgesicht. Hör auf, dich intelligent zu verhalten. Aber eins muss man denen auch lassen. Die haben die Gegner auch sehr intelligent gesetzt. Ich höre hier noch einen. Ja, das ist noch so ein verdammter. Ja, so ein verdammter. Brut oben. Brut sind das nämlich. Und ich weiß nicht, wo der ist. Könnte tatsächlich sein, dass wir sogar gleich drauf gehen. Ne, den wollte ich jetzt nicht. Ich speichere das jetzt mal hier. Ist schon ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt.
allem wie bitter das ist, ne? Ich meine, welches Spiel hast du direkt Raketenwerfer-Typen genau am Anfang? Schon bitter, wenn man drüber nachdenkt. So. Sterbt sie mal bitte. Alter, ich sie nicht treffe, ne? So, okay. Dann haben wir noch dieses Problem da drüben. Hab ich noch einen gehabt? Nee. Tot, sehr schön. So, dann will ich noch das Safe haben, was da unten war. So, dann einmal bitte wieder nach oben. Thank you. So, was hast du zu sagen? I was attacked by a flying beast. It used its tail as a weapon. I was able to kill it, but not without taking a beating. I discovered the orange berries have a healing effect on me. I feel strong enough to proceed. Ja, er wurde auch von diesen fliegenden Vögeln hier angegriffen. Es benutzt seinen Schwanz als eine Waffe. Er war in der Lage, es zu töten, aber nicht ohne selber Schaden zu nehmen. Und hat entdeckt, dass diese orangenen Früchte hier einen heilenden Effekt haben. Und er war in der Lage, fortzufahren. Aber bis hierhin dann wohl nicht mehr. Naja, hier waren ja auch noch mehr Vögel, ne? Und eben halt dieser Brut. Ja. Okay, wäre schön, wenn wir uns noch ein bisschen weiter heilen könnten. Ich glaube, hier kriegen wir sogar die Stinger sogar noch. Und einen Hasen. Ein Tick höher. Perfekt. Und da ist, glaube ich, auch nochmal ein Brut drin. Jo. Feuerrate, die beeindruckt mich immer noch. So. Auf die Munition aufpassen. Ich möchte, dass du gerne zerfetzt. Weil mir ist gerade danach und so. So. Gucken, wie auch alles wieder abgeklappert haben an. Hinterlässt du auch Clips? Nee. War wahrscheinlich auch nur. Ist da oben auch was drauf eigentlich? Die Kisten konnte man doch schieben, ne? Ja, kann man. Also ich habe irgendwie so eine dunkle Vorahnung, dass da oben was sein könnte. Alles weiß ich auch nicht mehr. Aber man kann ja dann hier... Bei den Vieh, ne? Da kommt man aber auch gar nicht hoch. Na gut, dann wohl nicht. Hier kommt man ja auch nicht hoch. Ein Dodge Move vielleicht schon, das könnte durchaus sein. So, hier möchte ich lieber die Tentakel schon mal vorzeitig töten, die da eigentlich sein müsste. Da zum Beispiel ist... Nee. Irgendwie ist verguckt, oder? Nee, ist nur ein Balken. Aber hier ist irgendwo was. Und hier auch schon wieder anderweitige Gegner. Diesen Clip, das gefällt mir schon mal prinzipiell gut. Ja, genau die. So, das ist schon mal schön Schaden gemacht. So, sehr gut. Das ist die Frage, wo gehen wir zuerst hin? Da oder da? Was ist das die sinnigere Methode gewesen? Wo zuerst?
Bam. Hat aber keinen Schaden gegeben. Da wird das nächste Level beginnen, aber da wollen wir noch nicht hin. Also da war nur ein Flair drin, okay. Ah, die Musik ist wunderschön bei diesem Spiel, muss ich echt sagen. Ach ja, und wegen Uranus, er hat was zu der Weapon-Hand gesagt, wegen rechts, links und so weiter. Da werde ich auch nochmal drauf eingehen, kein Ding. Aber, na, weil da muss ich nochmal unbedingt drauf eingehen. Weil das ist gar nicht so egal, wie du vielleicht denkst. Aber da werde ich, wie gesagt, nochmal ein extra Video drauf eingehen. Der ist irgendwo über mir. Ich weiß nicht, wo der jetzt sitzt hier. Ich mache nochmal ein Save. Sicher ist sicher. Wo ist er? Ich glaube, dass er da irgendwo ist. Ja. Die Feuerrate. Scheiße, ich mag das nicht, dass er da ist. Die Feuerrate. Alter, das ist gottlich, das merkt man einfach. Oh, ist voll reingelaufen. Nice. Oh, der letzte Schuss hat's gebracht. Aber ist das schön mit der Musik, ne? Die, wenn der Kampf kommt, dann ändert sie sich. Find ich mega cool auf jeden Fall. So, safen. Da ist noch einer. Na, wir haben wieder ein bisschen was. Und da ist irgendwo noch einer. Frage ist, wo ist der? Ich weiß es leider nicht mehr. Wo war der? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Verdammte Scheiße nochmal. Ja, wieder genau getimed. Oh, wie ich das time, ne? Aber echt. Das hat ja dann wiederum sehr gut geklappt. Im Vergleich zu meiner anfänglichen Schwäche. Wo ich mir jeden Schuss mitgenommen hatte am Anfang. So, gut. Klappt das dann doch jetzt besser? Waren das jetzt alle? Oder war hier noch ein... Noch einer. So. Gut. Das ist keine Nachricht, okay. Nochmal Taridium, jo. Nehme ich gerne mit. Alles abklappern jetzt. Oh, 33 Minuten geht ja noch. Kann man durchaus wagen, das in einem Video zu packen. Denn wir haben das Level ja eh gleich durch. So, denn hier habe ich ja schon aufgeräumt gehabt, was auch sehr gut ist. Ja, dann haben wir das Level doch souverän noch gemeistert. Trotz der anfänglichen Schwächephase. Und den letzten Rest doch relativ gut gemeistert. Ach ja. Ja. Dann speichere ich hier. Hier kommt jetzt das nächste Level. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch weiterhin. Ich habe auf jeden Fall mega Spaß an diesem Projekt und bin mal gespannt, wie ich mit Godlike in Zukunft zurechtkomme. Ja. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Unreal. Bye bye.